Herzlich willkommen zum SoTalk. Sie zählen zu den grössten Unternehmen im Bereich Medizintechnologie im Kanton Solothurn, aber auch schweizweit zu den führenden Unternehmen. Sie haben diverse Tochtergesellschaften in anderen Ländern und haben einen Fokus auf das Thema Selbstbehandlung. Die Rede ist von der Ipsomed mit Standort in Solothurn und Burgdorf in der Schweiz. Und es freut mich sehr, ist heute der CEO zu Gast bei uns im SoTalk. Herzlich willkommen, Simon Michel. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, schön, seid ihr da. Vielleicht können wir am Anfang gerade mal klären, dass sich alle Leute so vorstellen können, um was geht es eigentlich bei der Ipsomed. Was stellt ihr für Produkte her? Wenn man auf der Webseite schaut, dann wird das beschrieben als kundenspezifische Injektionssystem. Was heisst das auf gut Deutsch? Ja, wir helfen Menschen mit chronischen Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes oder Asthma, Migräne oder Polyarthritis, chronische Krankheiten, ihr Leben einfacher können vollziehen. Und das machen wir mit Injektionssystemen, mit solchen Pens hier, Pensystem, wo Patienten selber daheim brauchen, um sich flüssige Medikamente zu verabreichen. Und die Pens, die liefern wir Pharmaunternehmen zu und die tun wir kundenspezifisch anpassen auf die unterschiedlichsten Medikamente. Man sieht es hier auch, genau, noch eine größere Auswahl von diesen Pens. Aber sehr schön, habt ihr auch ein Beispiel dabei. Man sieht hier, es sieht wirklich aus wie ein Pen, also wie ein Stift. Vielleicht könnt ihr mal die Kappe noch wegnehmen. Wie sieht es drunter aus? Genau, das ist ein Pen und das ist jetzt ein variabler Pen, den ich dosieren kann, wo man sich also an Dosis einstellen kann, weil unterschiedliche Patienten, größere, kleinere, schwere, leichtere, haben unterschiedliche Dosen und das kann man entsprechend einstellen und dann mit einer Nadel drauf kann man das verabreichen. Ist das doppelt sicher, kann man das so sagen? Nicht abwertend, aber... Ja, das ist ganz wichtig. Viele von uns lesen keine Bedienungsanleitungen mehr. Die müssen natürlich fehlerfrei funktionieren. Die stellen neben diesen Pens noch andere Produkte her, und zwar sogenannte Insulinpumpen, die nachher selber arbeiten. Wie sieht es dort aus? Ich habe vorhin die Pharmafirmen angesprochen. An wen richten sich diese Pumpen? Genau, also Pens liefern wir Pharmafirmen, die sie dann in den Markt bringen, und Pumpen tun wir selber vertreiben. Ja. Wir haben weltweit 20 Tochtergesellschaften mit über 400 Mitarbeitenden im In- und Aussendienst. Und ich sehe täglich Patienten und Kliniken und Schulen. Und daneben haben wir auch Callcenters, also Helpdesks, die 24/7 in 17 Sprachen unterstützen. Und das ist eigentlich ein Direktvertrieb beim Insulinpumpengeschäft. Ich nehme an, das ist auch ganz wichtig bei diesem Direktvertrieb, dass man Bedürfnisse abholen von den Leuten oder von den Patientinnen und Patienten. Gibt es da Tests? Gibt es da so Fokusgruppen oder wie funktioniert das? Ja, wir sind sehr nah dran. Also unser Name sagt ja Ipsomed, Selbstmedikation. Also wir beschäftigen uns intensiv, machen Usability, also Gebrauchstauglichkeitsstudien und machen Tests, die Patienten einladen von den unterschiedlichen chronischen Krankheiten, ja, die Produkte entsprechend designen. Ja. Eure Vision von der Ipsomed ist, Selbstbehandlung soll zu einer Selbstverständlichkeit werden. Ist nicht nur catchy, sondern macht auch Sinn. Ist das noch eine Realität heute in diesem Fall, wenn das die Vision ist? Also wir sind noch lange nicht dort. Medikamente, die verabreicht werden, funktionieren. Pens werden eigentlich auch verstanden, also müssen wir nicht mehr gross schulen. Aber sie werden häufig nicht richtig angewendet. Und zwar, weil wir Menschen sind, weil wir Injektionen vergessen, weil wir zu faul sind, weil wir keine Lust haben, uns zu spritzen, weil wir uns wieder gut fühlen oder weil wir einfach uns nur schämen, außerhalb von daheim im Restaurant spritzen. Und da müssen wir daran arbeiten. Und das machen wir, indem wir Intelligenz in die Pens hineintun. Also Daten sammeln, wenn wir gespritzt, wie viel wir gespritzt, und die Daten dem Patienten geben und sagen, du, solltest du vielleicht wieder mal oder dem Arzt Daten geben, dass der Arzt Einfluss nehmen kann auf Therapie im 3-Monats-Gespräch zum Beispiel. Also im Extremfall kann man sich sogar eine Pen vorstellen, wo einem Signal gibt oder vielleicht piepset, es wäre jetzt wieder noch eine Dosis zu verabreichen. Wir arbeiten genau an solchen intelligenten Smart Pens, die die Daten aufs Handy schicken, in die Cloud schicken und selber auch Signal geben. Weil wir müssen wissen, wenn man Therapie nicht richtig ausführt, dann führt das zu Folgeschäden. Folgeschäden bedeutet im Diabetes zum Beispiel Amputationen von Zehen, von Füßen. Man wird blind, man geht an die Dialyse. Und das kann man verhindern, wenn man sich richtig therapiert. Darum sind wir noch nicht am Ziel. Ja, das klingt wirklich sehr unangenehm, auch die Nebenwirkungen, ja, genau. Also die Folge, wenn man es eben nicht richtig macht. Jetzt mal eine verrückte Idee, wenn man die heutige Situation anschaut. Wir haben seit eineinhalb Jahren eine weltweite Pandemie von dem Coronavirus, Covid-19. Wäre es theoretisch vorstellbar, dass man dort Medikamente, die es ja auch gibt, oder sagen wir sogar eine Impfung, würde in so einen Pen rein tun, dass die Leute sich das selber verabreichen können und das vielleicht Hürden geringer sind, das zu machen?
Also es ist überhaupt keine Fruchtidee. Wird jemand gefragt, warum macht ihr keine Pen fürs Impfen? Zum Glück müssen wir uns nur einmal, zweimal im Jahr impfen. Und da lohnt es sich nicht, eine Pen rundherum zu bauen, wo man heimgeht und den Patienten schult etc. Das lohnt sich in diesem Fall nicht. Es lohnt sich eben, wie ihr euch eingangs gesagt habt, für chronische Krankheiten. Also das heißt etwas, wo man davon ausgeht, das wird einem das Leben lang begleiten. Verstehen Sie das richtig? Das Leben lang begleitet, wo man täglich muss nehmen muss. Also Insulin nimmt man täglich 3, 4, 5, 6 Mal. Gewisse Medikamente nicht mehr in einer Woche. Aber wenn man es einmal, 2 Mal im Jahr nimmt, dann geht man besser zum Arzt oder in die Impfzentren, die man jetzt aufgebaut hat. Da bringt nicht das heim zu tun. Apropos Corona, wir haben ein schwieriges Jahr auch hinter uns für die Wirtschaft. Ipsomed ist hier aufgefallen, durch das, dass man neue Stellen geschaffen hat in einer Zeit, in der viele andere Unternehmen sparen und eher zurückfahren, aufs Bremspedal stehen. Wieso hat er das gemacht? Ja, wir beschäftigen weltweit rund 2'000 Mitarbeitende und machen ein Wachstum von über 10%, also richtig die 500 Millionen Umsatz. Und das ist eigentlich ein Wachstum von 5% Mitarbeitenden, 100 Mitarbeitenden mehr normal. Aber oder wir haben Glück. Ipsomed ist systemrelevant, also Corona hin oder her. Wir müssen die Produkte liefern. Ohne uns könnten die Medikamente nicht verabreicht werden und darum können wir entsprechend wachsen. Ich sehe hier gerade die Front vom Burgdorfer, von der Burgdorfer Standort. Genau, auch dort, oder speziell dort, hat er dieses Jahr noch eine neue Stelle geschaffen. Ist es auch so, dass man sagt, wir wollen investieren in einer Zeit, in der es runtergeht? Also, dass man eigentlich antizyklisch handelt? Also natürlich investieren wir eben auch in neue Technologien. Gerade die Digitalisierung, die ich vorher gesagt habe. Wir haben in Burgdorf und in Solothurn je fast 100 Software-Ingenieure aufgebaut. Ja. Innerhalb von 2 Jahren. Also unglaubliches Wachstum in diesem Bereich, weil eben unsere Geräte digital werden. Und es sind also neue Kompetenzen, neue Geschäftsfelder. Und darum investieren wir entsprechend und schauen lieber vorwärts als rückwärts. Das ist ein gutes Stichwort. Nämlich vorwärts schaut ihr auch in dem Sinn, dass ihr Unternehmen fördert mit dem sogenannten Ipsomed Innovationspreis. Den gibt es alle 2 Jahre, wird der vergeben. Da werden verschiedene Projekte angeschaut. Es gibt eine Jury, die das beurteilt. Und es gibt nachher, ich glaube, die ersten 3 Plätze werden prämiert. Also der erste Preis sind 50'000 Franken, wenn ich richtig im Kopf habe. Was ist die Idee hinter diesem Preis? Wieso ist das wichtig? Also wir sind überzeugt, dass wir jungen Menschen, die noch einen Fuss an einer Uni oder einer Fachhochschule haben, die unternehmerisch werden wollen, helfen. Und der Preis richtet sich an Projekte, an Start-ups im Espace Mittelland, also Solothurn, Bern, Neuenburg und Freiburg. Und der wird alle 2 Jahre vergeben. Meistens technische Themen, nicht Medizintechnik zwingend, aber auch Mikrotechnikprojekte. Was ist das für eine Jury, die das beurteilt? Also, woher kommen die Leute? Wir haben Professoren von der Fachhochschule, von der Universität Bern, wir haben andere Experten dabei. Und wir, wie gesagt, wir vergeben den Preis alle 2 Jahre. Alle 2 Jahre, mein Vater hat das vor 20 Jahren damals eingerichtet und ihr das eigentlich nie hingefragt, warum alle 2 Jahre. Aber wir haben den Preis erhöht. Wir machen mittlerweile 100'000 Franken, also 50, 30, 20'000 Franken. Ich glaube, es ist eine schöne Chance für Projekte. Und wir haben jedes Jahr, alle 2 Jahre, etwa 30 Interessenten. Also es zeigt, dass es einer von diesen Preisen ist, der doch auf Anklang stößt. Also Sie haben es gerade schon selber angesprochen, Ihr Vater nämlich, der das Unternehmen ursprünglich gegründet hat. Ist schon ein bisschen länger her, genau. Ihr selber seid aber auch schon seit gut 15 Jahren tätig in dieser Firma, seit 2006. Seit 2014 CEO geworden, gewählt worden zu diesem CEO, nehme ich an. Trotzdem könnte man wissen, könnte man das Gefühl haben, ja, Vater hat die Firma gegründet, aufgebaut, jetzt ist der Sohn ein CEO. Ist das so ein bisschen, sind Sie da wie ins gemachte Nest reingekommen? Ja, genau. ins gemachte Nest gesessen. nach der Universität in St. Gallen habe ich Telekommunikation gestartet. Ich war verantwortlich für die Einführung von 3G. Also nicht 4G auf 5G, das war damals wahnsinnig schnell, das 3G. Ich bin im 06 in die Firma gekommen und habe mich wirklich umgeschafft. Ich war die ersten 3 Jahre in Asien, habe in China das China-Geschäft aufgebaut. Wir haben viele wichtige Kunden heute in China. Das ist ein enorm grosser Markt für Ipsomed, gerade im Bereich von Diabetes. Ich habe mich dann mehr um Produkte gekümmert, Produkte auseinandergenommen, die Firmenkundenprodukte, die Pens und die Pumpen ich mehr auseinandergenommen. Und dann im Pumpenbereich die Ländergesellschaft aufbauen, die Tochtergesellschaft aufbauen und dann im 14. Gesamtverantwortung übernommen. Und
Es ist, wir sind eine börsenkotierte Firma, wir haben einen externen Verwaltungsrat. Natürlich hatte ich gute Chancen, gewählt zu werden, aber ich musste durch das Assessment durchgehen und bin froh, dass es geklappt hat. Aber es war gar nicht selbstverständlich vor 15 Jahren. Trotzdem hätte ich vielleicht schon von Anfang an einen engeren Bezug zu dem Unternehmen. Ist das von klein auf, hat man das gekannt? Hat man vielleicht auch schon gedacht, ihr landet eigentlich dort? Oder wie ist das gegangen? Also, mein Vater hat das wahnsinnig gut gemacht. Oder? Er hat uns, ja, mein Bruder schon mehr, immer mit in die Fabrik genommen. Oder? Wir sind am Wochenende die neuen Maschinen anschauen, die neuen Automaten anschauen. Der Bruder und ich haben Rennen gemacht mit dem Rolli im Lager. Und, im Sommer sind wir später arbeiten. Jeden Sommer haben wir Produktion Pens zusammengeschraubt. Und er hat uns so säuferli hergeführt. Aber es war nie ein Druck. Aber natürlich, es war das Abendthema. Seit 35 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema von chronischen Krankheiten und wie wir Menschen helfen können. Mhm. Wie empfindet ihr jetzt das Vermächtnis der eure Post als CEO? Ist das, kommt dort ein bisschen Druck, wenn man weiss, das hat meine ältere Generation, mein Vater hat das aufgebaut, dass man es nicht in Sand setzt oder so? Also ich glaube nicht an Dynastien. Es ist ein riesiges Glück, das wir hatten, mein Vater und ich, dass es so zusammen geklappt hat. Mein Bruder hat sich für die Uhrindustrie entschieden. Er führt eine sehr erfolgreiche Uhrenfirma. Das hat sich ergeben und das ist extrem schön. Und natürlich habe ich eine Verantwortung, aber ich sehe es eher als Privileg. Mhm. Als Privileg, so ein Unternehmen dürfen zu führen mit so vielen tollen Leuten und vor allem eben ein sinnstiftendes Unternehmen dürfen zu führen, das Menschen weltweit, Millionen von Menschen weltweit hilft. Mhm. Auch in anderen Bereichen verfolgt Ypsomed durchaus hehre Ziele, das kann man so sagen. Die haben die Nachricht herausgegeben, die wollen bis 2030, also 9 Jahre jetzt noch, wollen klimaneutral werden, also netto null. Was heisst das und wieso machen die das? Mhm. Ich möchte vielleicht präzisieren, bis 2030 sind wir im Scope 1 und 2, das heisst bei selber generierten Emissionen netto null und im Scope 3 bei Emissionen, die wir einkaufen, also zum Beispiel Rohstoffe bis 2040, also 10 bis 20 Jahre vor Paris. Und die Frage ist, warum machen wir das? Oder, erstens bin ich überzeugt, dass die Wirtschaft, Firmen und Unternehmen auch einen Beitrag leisten an das Klima. Das ist, und zwar ohne Gesetz, ohne Vorschriften, wir müssen einen Beitrag leisten, Nummer 1. Nummer 2, Kunden verlangen es langsam auch und wir können einen Wettbewerbsvorteil generieren, indem wir dort proaktiv sind. Sind wir auch. Also das haben wir die Welt überrascht, wo wir gesagt haben, wir bringen CO2-neutrale Pens raus. Drittens, Investoren. Wir sind an der Börse quotiert. Das heisst, Investoren fragen immer mehr nach Nachhaltigkeitsberichten. Und viertens, auch Mitarbeitende. Wir wollen ein modernes Unternehmen sein. Mhm. Als modernes Unternehmen in einem fachkräfteumkämpften Markt. Wenn wir modern sind und eben auch entsprechend unseren Beitrag leisten. Und das sind, für uns ist es selbstverständlich, oder? Dass wir jede Handlung, die wir machen, überlegen. Mhm. Das klingt alles sehr gut. Die nächste Frage ist natürlich, wie schafft man das? Also wie ist das möglich, können zu produzieren ohne CO2 oder können neutral eben zu produzieren ohne CO2 zusätzlich rauszustossen? Also als wir vor 5 Jahren angefangen haben, ist natürlich gar nichts klar gewesen, aber es gibt grundsätzlich 2 Mechanismen. Das ist Substitution und Kompensation. Und oder unser Pensystem, die besteht aus Kunststoff. Wir spritzen pro Jahr mehrere Milliarden Kunststoffteile spritzen. Und Kunststoff ist Öl und Öl ist schlecht fürs Klima. Also müssen wir versuchen zu substituieren. Das heisst, andere Materialien zu finden, um die Pens herzustellen. Und da haben wir Forschungsteams weltweit in verschiedenen Standorten, die sich um neue Materialien kümmern und das CO2 rausnehmen. Zum Beispiel Biopolymer. Mit ihrer Logistik tun wir einen Kreislauf einrichten. Mit vielen Kunden schon nehmen wir das Material zurück. Und wir geben den Druck auch weiter an unsere Lieferanten. Warum sollen die uns Rohmaterial schicken mit CO2? Also wir geben den Druck ab. Das ist die Substitution. Aber mit dem können wir natürlich nicht auf null. Völlig recht. Also da müssen wir noch weitergehen. Und das ist Kompensation. Und von Kompensation kaufen wir Zertifikat, CO2-Zertifikat. Und die selber seit 5 Jahren sind selber aktiv in Afrika und pflanzen Bäume, Wälder. Haben ebenfalls ein Projekt, wo wir verhindern, dass Urwälder nicht abgeholzt, nicht abgebrannt werden. Und das generiert uns 2023 eigene Zertifikate, die wir uns offsetten können. Also die konkrete Massnahme oder die Kompensation läuft eigentlich fast immer darauf aus, dass wir irgendwann Bäume pflanzen, wo das CO2 wieder aus der Luft rausholen soll. Es sind verschiedene Massnahmen. Die UN, die Vereinten Nationen geben über 20 Massnahmen vor. Bäumpflanzen ist das Effektivste. Es gibt aber auch Verhinderung von Abholzung. Und wir machen auch Grassland Management. Das heisst, wir
Die grossen Viehherden in Masai Mara, über 5 Millionen Kühe, motivieren sich anders zu bewegen, dass das Gras wieder besser wachsen kann, dass CO2 kann im Boden bleiben kann. Also ganz viele Massnahmen, wo wir ein grosses Programm, eine eigene Firma jetzt gegründet haben und wo wir davon ausgehen, dass wir 2023 auch solche Zertifikate generieren für Firmen, für uns und andere Firmen in der Schweiz. Also man sieht, es ist ein gewisser Plan dahinter, eine Strategie, und man nimmt das Thema also auch ernst. Das ist jetzt nicht nur ein Imagegewinn für euch. Nein, also wir haben unterschrieben, wir haben die SBTI unterschrieben, die Science Based Target Initiative. Das heisst, wir haben unterschrieben, dass wir auf Null gehen. Und das ist sehr streng, das ist international kontrolliert. Und da stehen wir dazu. Das ist ein Plan, ja. Nebst eurem Engagement, nebst eurem Job, nach eurer Rolle als CEO, dürft ihr euch auch in der Politik engagieren. Und zwar in Solothurn, seit Kantonsrat, seit 2017. Und zwar für die FDP. Jetzt denkt man sich vielleicht im ersten Moment auch wieder, ja, also das klingt jetzt fast ein bisschen zu grün für die FDP. Ist das Schnee von gestern? Also ist das für euch als Unternehmer eben, völlig klar, dass das in die Richtung muss gehen muss? Also jetzt sprechen wir das Thema von unserem Engagement im Bereich des Klima. Ganz genau, ja. Da hat natürlich jeder Mensch eigene Ideen, eigene Vorstellungen und die FDP geht klar in diese Richtung. Also das ist selbstverständlich, dass man als Wirtschaft auch eine Chance sieht in der Schweiz. Mhm. Was ist sonst euer Schwerpunkt politisch in eurer Rolle als Kantonsrat? Es gibt vielleicht fange ich an bei mir selber. Ich habe schon immer Verantwortungen gesucht, oder? Im Leben. Sei es in Vereinen, im Militär, ich bin im Major, immer noch im militärstrategischen Stab. Und habe mich auch für Politik interessiert, ich habe mich früh für Politik interessiert und einfach festgestellt, dass man in Verbänden wenig ausrichten kann. Man muss wirklich in diesen sauren Äpfel reinbeissen. Und ich bin dann im 17. mit dem Sepp Maushart zusammen, haben wir uns aufstellen und sind beide gewählt worden. Und sind jetzt aktiv engagiert, und um einfach einen Beitrag zu leisten. Ich bin überzeugt, dass das Parlament, wir sind allein ein Parlament, dass das eigentlich eine Versammlung ist von Menschen mit unterschiedlichsten Talenten. Und ich masse mich nicht an, in der Landwirtschaft mitzureden oder in der Schulwesen. Da haben wir Experten in der Fraktion. Da tue ich auf die Hose, lerne und drücke ein Knöpfchen. Aber im Bereich von Finanzen, von Steuerfragen, von Wirtschaftsfragen, von Anstellungsfragen, Ausbildungen, das ist mein tägliches Leben. Da kann ich durchaus etwas beitragen. Also es braucht nicht nur Unternehmer wie mich, es braucht natürlich auch KMU, Lehrer, Juristen, Handwerker etc. Das ist eine Gemeinschaft. Und ich kann hier einen Beitrag leisten und mache mich stolz, den Beitrag zu leisten, und mache ihn sehr gerne für unseren Kanton. Neben so vielen Verpflichtungen, Terminen, Stunden, die man hier arbeitet, im Büro und nachher noch im Parlament, bleibt hier auch noch Zeit für irgendetwas anderes, für ein Hobby? Habt ihr eine Freizeit? Also ich und meine Familie, wir haben entschieden, vor über 10 Jahren nach Solothurn zu ziehen. Mit unseren beiden Buben, die gehen hier in die Schule. Also wir sind fest verankert. Das ist eigentlich das Hauptthema. Wir fahren sehr viel Ski, wenn es geht, im Winter und im Sommer. Im Sommer sind wir, wenn möglich, draußen. Also ich verbringe viel Zeit mit der Familie. Merci vielmals für den Besuch hier bei uns im Sonntag, Simon und Michael. Weiterhin viel Erfolg und natürlich auch viel Motivation und Freude bei euren diversen Tätigkeiten. Danke für die Einladung. Merci euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Interesse am Sonntag. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Habt es gut, bis dahin, bleibt gesund und ademina.